Wir fahren auf Hochtouren. 47.000 Menschen haben einen Termin inzwischen erhalten zusätzlich. Und für weitere 76.000 Menschen ist die vollständige Terminregistrierung erfüllt, sodass wir wirklich mit Hochdruck weiter beim Thema Impfen unterwegs sind. Und alle Impfstraßen in Rheinland-Pfalz haben ja schon geöffnet, Impfzentren. Das ist auch ein Unterschied zu anderen Bundesländern, nämlich dort, wo teilweise auch Impfzentren schon offen sind, ist das nur in bestimmten Regionen in Rheinland-Pfalz, sind alle Impfzentren geöffnet. Und das ist auch das, was uns Zuversicht geben sollte, denn je mehr Menschen geimpft werden, umso schneller können wir auch irgendwann wieder in ein Stück mehr Normalität kommen. Kommen wir aber zurück zum Januar. Die Zahlen sind nach wie vor nicht gut, auch nicht in Rheinland-Pfalz. Wir haben heute 1.164 Neuinfektionen, also eine Inzidenz im Landesdurchschnitt von 133,1. Wir haben nur eine Region, die über der Inzidenz 200 liegt, das ist Worms mit 282 Menschen, die infiziert sind. Leider haben wir 54 Tote. Das zeigt uns, dass wir nach wie vor wirklich nicht über dem Berg sind, sondern dass wir weiter uns sehr, sehr anstrengen müssen, um die Inzidenzzahlen nach unten zu bringen. Es zeigt uns aber auch, dass wir nach wie vor mit einer großen Verunsicherheit noch mit den Zahlen zu tun haben, aufgrund von Silvester, Weihnachtsfeiertage Silvester. Heute drückt sich das so aus, wenn Sie die Zahlen gestern beobachtet haben. Da sind jetzt Landkreise dabei gewesen, die gestern sehr niedrige Zahlen hatten. Ich sage mal Germersheim, Altenkirchen. Und die haben heute entsprechend viel mehr Zahlen. Und das hat damit zu tun, dass es nach wie vor Verzögerungen gibt bei der Meldung, bei der Erfassung von den Zahlen oder auch bei der Registrierung der Menschen. Insofern bin ich sicher, dass wir wirklich auch noch Tage brauchen, bis wir große Klarheit haben. Und es ist alles auch ganz offensichtlich, dass wir nach wie vor Anstrengungen brauchen, um von den Zahlen runterzugehen. Das war der Grund, dass wir heute im Kabinett miteinander beraten haben, wie wir jetzt den Beschluss, den die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin gefasst haben, umsetzen werden. Und wir haben das ja im Grunde auch schon angekündigt. Was ist neu? Neu ist doch eigentlich jetzt nur, dass der Shutdown weiter verlängert wird bis zum 31. Januar. Darüber hinaus soll es zu einer weiteren Kontaktreduzierung kommen. Wir haben ja eine sehr strikte Regelung vorgenommen auf der Bundesebene, nämlich vom Grundsatz her ein Haushalt plus eine Person, also Alleinstehende oder ein Hausstand plus die eine Person. Ohne dass auch Kinder extra gezählt werden könnten. Wir haben, das war da schon eine Riesendebatte. Wir haben heute überlegt, was können wir tun, um diese Regelung auch alltagstauglich letztlich zu gestalten und sind dann übereingekommen, dass die Kinder, die im Kindergartenalter sind, also bis zu 6 Jahren, dass die nicht mitgezählt werden. Warum? Ich will es nochmal erklären. Man kann eben einen 5-Jährigen nicht ohne weiteres, ohne Begleitung der Mutter oder einen 3-Jährigen, dann sieht man es noch drastischer, zur Freundin oder zum Freund schicken. Das ist einfach sehr lebensfremd. Gleichzeitig haben wir uns auch sehr stark vorgenommen, wir sind nicht begeistert gewesen von der Regelung. Ich habe mich auch sehr stark eingesetzt für eine andere Regelung. Das hat keine Mehrheit gefunden in dieser Runde, dass wir jetzt nicht genau diese Regelung fortsetzen wollen, sondern dass wir einfach einen vernünftigen Weg finden, das in Familien lebbar zu machen, ohne den Gesamtrahmen des gemeinschaftlichen Beschlusses jetzt hier völlig zu verlassen, sondern vom Grundsatz her diesen Beschluss auch umzusetzen. Es gibt auch noch eine kleine Randnote dazu. Wir haben auch für Notbetreuungssituationen auch diese Regelung etwas erweitert. Ich nenne Ihnen ein Beispiel dafür. Eine alleinerziehende, ich nenne es jetzt mal klassisch, Krankenschwester mit 2 Kindern, die beispielsweise 3 und 7 sind. Die hat Nachtschicht oder sie hat Dienst am Sonntag und kann ihre Kinder natürlich nicht in der Kita betreuen lassen. Sie hat aber normalerweise die Großeltern, die diese Kinder betreut. Aber die Großeltern sind 2. Das ging eigentlich normalerweise gar nicht. Und deshalb haben wir für diesen Fall der Notbetreuung, wenn es nicht anders geht, auch die Möglichkeit geschaffen, dass diese Kinder dann auch nicht mitgezählt werden, sondern dass das eben ermöglicht wird. Im Übrigen gab es ja noch das Thema Bewegungseinschränkungen im Bundeskanzler- und Ministerpräsidentenkonferenzenbeschluss. Anders als teilweise berichtet, weichen wir davon nicht ab, sondern wir haben ja in unserer Rechtsverordnung schon eine allgemeine Bestimmung in § 23 Absatz 3. Das ist unsere Hotspot-Strategie. Die ist in Rheinland-Pfalz so geregelt, wenn immer eine Kommune über 200 Inzidenz kommt,
dass sich das Land mit der Kommune zusammensetzt und erörtert, was sind die richtigen Maßnahmen, beispielsweise Ausgangssperre oder jetzt eben auch neu die Frage tatsächlich Bewegungsbeschränkung. Und genauso handhaben wir das auch. Wir haben jetzt die Stadt Worms, die Stadt Speyer war am Tag des Beschlusses über 200, am nächsten Tag nicht mehr. Insofern hatte sich das Problem eigentlich erübrigt. Wir sind jetzt in Worms, treten wir jetzt und morgen in Gespräche ein. Und da muss jetzt einfach beschlossen und bestimmt werden, besprochen werden, welche Maßnahmen sind die richtigen. Aber völlig klar ist, so wie es im Beschluss auch steht, es sind strengere Maßnahmen. Man lässt sich darüber hinaus etwas einfallen. Das können Ausgangssperren sein. Es kann auch die Bewegungsbeschränkung sein. Das muss man dann schauen, welche Maßnahmen dann auch wirklich sinnvoll ist. Wir haben natürlich die Kantinenregelung umgesetzt. Das ist auch nochmal wichtig für die Menschen zu wissen, dass es da auch eine Änderung gibt. In Kantinen und Mensen ist ein Verzehr vor Ort eigentlich nicht mehr erlaubt. Es ist nur dann erlaubt, wenn die Arbeitsabläufe oder die räumliche Situation des Betriebes oder der Einrichtung dies erfordern. Sag mal so, und dann gilt natürlich Abstandspflicht, Maskenpflicht und alles, was wir so gelernt haben. Das heißt, wenn beispielsweise in einem Betrieb es nicht möglich ist, dass die Beschäftigten sich das Essen aus der Kantine holen können und woanders verzehren können, dass dann die Möglichkeit gegeben werden soll, dass sie in der Kantine mit Abstand auch verzehren können. In allen anderen Fällen sind die Kantinen geschlossen in der Zukunft. Auch das bestimmt unsere Rechtsverordnung, die übrigens ab Montag in Kraft tritt. Wir haben auch das Thema Schulen, aber das hat Frau Hubig ja auch schon eindrücklich alles dargestellt. Wir sind ja im Bereich Schulen in diesem Beschluss zurück auf den alten Beschluss Dezember, der einfach nur verlängert worden ist, der beide Möglichkeiten vorsieht, entweder die Präsenzpflicht aufzuheben oder eben die Schulen zu schließen. Wir haben uns entschieden, bis zum 25. die Schulen in den Fernunterricht zu schicken oder zu lassen, so ist es vielleicht auch besser formuliert, und dann, wenn es die Inzidenzen auch zulassen, in der letzten Woche im Januar dann in Wechselunterricht bei den kleinen Klassen zu gehen, also bei erste Stufe bis 6, in den Wechselunterricht zu gehen. Aber da gilt dann auch, was wir entschieden haben, dass dann auch die Präsenzpflicht aufgehoben ist. Das heißt, wenn Eltern sagen, ihre Kinder wollen sie nicht, dass sie präsent in der Schule sind, dass sie auch darauf verzichten können, wenn sie das wollen. Ansonsten ist Wechselunterricht, und das bedeutet eben auch kleinere Klassen mit mehr Abstandsmöglichkeiten und alles, was eben auch als Erfordernis angesehen wird. Ich glaube, das war's zu den ganzen Themen. Die Testpflicht für die Rückkehrer aus Risikogebieten muss ich, glaube ich, jetzt nicht erklären. Führen wir natürlich ein, weil die Testpflicht bei Einreise durch eine Testung binnen 48 Stunden vor Einreise oder durch eine Testung unmittelbar nach Einreise nachgekommen werden muss. Und die Quarantäne kann vorzeitig beendet werden durch ein negatives Testergebnis frühestens am 5. Tag. Wir haben jetzt eine doppelte Testpflicht, nämlich die Testpflicht bei Einreise und wenn man früher aus Quarantäne möchte, dann nochmal einen Test. Das war früher eigentlich nur ein Test in dem Zusammenhang. Ich glaube, ich habe alles Wesentliche gesagt. Ich möchte aber zum Abschluss noch auf einen Punkt eingehen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich war heute Abend, einige Kollegen waren auch mit dabei, in einem Altenheim in Westhoven, um mal zu zeigen, was es bedeutet, helfende Hände und die Abläufe in unseren Alten- und Pflegeheimen, wie funktioniert das Ganze. Das war, glaube ich, auch sehr eindrücklich. Die Bundeswehr ist ja ein Teil unserer helfenden Hände in der Einrichtung, die auch sehr stark von Corona betroffen war, aber jetzt Gott sei Dank da über dem Berg ist, sind ganz gute Mechanismen inzwischen eingeführt worden, dass getestet wird, Bewohner, Mitarbeiter und auch Besucher. Und die werden jetzt auch nächste Woche geimpft werden. Und mein Appell ist, wir haben nach wie vor viel zu viele Alten- und Pflegeeinrichtungen, die nicht impfbereit sind. Das bedeutet, dass in den Einrichtungen es noch nicht geschafft worden ist, dass die Bewohner und Bewohnerinnen die Vorbereitungen erhalten, dass wir mit unseren mobilen Teams in die Einrichtungen gehen können und auch testen können. Und deshalb bitte ich wirklich sehr, sehr herzlich nochmal einen Appell an die Einrichtungen, dass sie mit den Hausärzten der Einrichtungen und den Angehörigen diese Vorbereitungen treffen. Es gibt auch die Möglichkeit, die einige Hausärzte auch in Rheinland-Pfalz wahrnehmen, nämlich dass sie in Eigenverantwortung die Einrichtungen testen können. Das geht ganz reibungslos. Wir haben gestern wieder einen Arzt kennengelernt, der hier in Mainz einfach in Altenheim durchgeimpft hat. Diese Möglichkeit gibt es. Die Hausärzte kriegen dann den Impfstoff. Es gibt auch eine Bezahlung dafür und dann kann man ganz schnell
schnell diese Fragen klären, dass man im Bereich der Altenheime noch sehr viel schneller vorankommt. Das ist eine Bitte nochmal an die Ärzteschaft und an die Altenheime, dass sie die Altenheime wirklich auf die Impfbereitschaft hin vorbereiten und dann das Signal geben. Wir haben auch darüber gesprochen, wie stark ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen in den Altenheimen. Inzwischen ist es so, dass wir wissen, wir haben eine hohe Bereitschaft bei den Bewohnern und Bewohnerinnen und das ist auch sehr, sehr gut. Das freut uns außerordentlich. Wir haben sehr unterschiedliche Situationen, was die Mitarbeiterschaft betrifft. Und deshalb habe ich Ihnen einfach mal ein paar Stimmen mitgebracht, zum Beispiel von den Vereinigten Hospizen in Trier oder auch das Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder in Saarburg oder auch das Senioren- und Pflegeheim Holderbusch in Lorscheid. Dort war eine Impfbereitschaft von über 90% der Mitarbeiterschaft vorhanden. Und das Erfolgsrezept, so haben wir uns sagen lassen, ist die Aufklärung. Wenn die Leitung, die Ärzte in den Einrichtungen intensiv aufklären, die Fragen beantworten, dann steigt auch die Impfbereitschaft. Es gibt sehr viel Material von der Bundeszentrale, aber auch von uns als Land. Also nochmal die Bitte, der Appell, wenn es nur die Zweifel sind, mangels Information, dann helfen Sie bitte mit, dass alle auch gut aufgeklärt sind. Gehen Sie auf unsere Homepage, informieren Sie sich, damit, wenn die Impfteams kommen, möglichst viele in der alten Einrichtung dann eben auch geimpft werden können. Ja, vielen herzlichen Dank. Soweit die Ministerpräsidentin. Haben Sie Fragen zum Kabinett? Herr Gehrig? Nochmal zu der Situation mit den Kindern. Sie sagten ja jetzt bis einschließlich 6 Jahre. Gab es in Ihrem Kabinett auch Überlegungen, das vielleicht sogar auf einen noch älteren Zeitraum zu erweitern? Ich weiß, in anderen Ländern ist das wohl zum Teil gemacht worden. Das ist die eine Frage. Und die zweite ist, Sie deuteten an, dass das wohl am Dienstag schon ein ziemliches Konfliktthema war. Wie kam es denn überhaupt zu diesem ganz strikten Beschluss, die Kinder mitzuzählen? Weil jetzt ja doch ganz viele Länder da auch nicht abweichen. Das würde mich interessieren. Ja, es gibt einige Bundesländer, die weichen ab. Wir weichen ja auch ab, aber ich finde wirklich verträglich, um noch eine Verträglichkeit mit diesem Beschluss auch klar zu machen. Wir waren eigentlich alle im Kabinett davon überzeugt, dass unsere Ursprungsregelung, nämlich bis 12 nicht mitzuzählen, dass das eigentlich eine sehr vernünftige Regelung war. Und ich habe auch sehr dafür gekämpft, auch in der Ministerpräsidentenrunde und Kanzlerrunde. Es gab dort aber wirklich gar keine Mehrheit dafür. Und zwar auch nicht unter den Bundesländern, erst recht nicht unter den CDU-geführten Bundesländern. Deshalb ist es jetzt auch so ein bisschen erstaunlich, was ich gerade in Baden-Württemberg jetzt gelesen habe. Es gab echt keinen Support und das Resultat war dann am Ende, dass diese Entscheidung eben getroffen worden ist. Und wir hatten uns vor langer Zeit schon mal überlegt, dass wir nicht immer in diesen Runden mit Protokollerklärungen agieren wollen, sondern dass wir versuchen, die Dinge positiv zu bewegen. Das ist uns an einigen Stellen dieses Beschlusses geglückt. An dieser Stelle ist es nicht. Und deshalb haben wir heute uns miteinander versucht, schweren Herzens einen gemeinsamen Weg zu finden, wie man trotzdem Familien gerecht werden kann, ohne dass man diesen Beschluss insgesamt im Nachhinein in Frage stellt. Genau. Ich habe noch mal eine Klarstellungsfrage zu diesem Bewegungsradius. Sie haben das ja am Dienstag auch schon mal erörtert, dass das eigentlich kein Automatismus war. Aber ich glaube, das wurde nicht richtig kommuniziert. Also ich habe das immer anders gelesen im Nachgang. Und es ist jetzt so, wenn ich es richtig verstehe, dass die Kommune in Absprache mit dem Land sowohl diesen Bewegungsradius als auch eine Ausgangssperre oder auch gar nichts verhängen darf. Ist das richtig? Naja, also wenn ich sage jetzt mal, man muss sich, es ist eigentlich eine alte Regel, wenn man plötzlich so eine Inzidenz hat, muss man angucken, wo kommt das her? Dann weiß man nämlich, ist die morgen immer noch so und übermorgen oder haben wir ein echtes Problem, mit einem echten Problem zu tun? Und wenn man jetzt mal zurückschaut, Speyer-Ludwigshafen, die hatten wirklich lange Zeit sehr, sehr hohe Inzidenzen. Und in so einem Fall, wo man sieht, die Tendenz ist nicht, na gut, jetzt hat irgendwie ein Landkreis wieder einen Ausbruch in einem Altenheim, das ist schlimm genug, dann weiß man aber, es hat eigentlich gar nichts mit den Bewegungsgeschichten zu tun und Ähnliches. Und das muss man abwägen mit den Kommunen zusammen. Aber ansonsten ist es vollkommen klar, dass man, wenn die Fälle einfach unklar sind, die Fallzahlen hoch sind, auch mehr als einen Tag hoch sind, dann muss man weitere Maßnahmen ergreifen. Und dazu sind wir auch bereit, auch unsere Kommunen sind dazu bereit. Und das werden wir dann selbstverständlich machen. Und dazu gehört jetzt stärker als jemals zuvor auch diese Frage mit dem Radius, weil das war früher nicht wirklich so in unserem Fokus gestanden. Am Telefon hat Herr Zahn vom SWR eine Frage.
Herbert, grüß Sie, Frau Dreyer. Ich hätte zwei Sachen. Einmal gibt es in Ländern, glaube ich, wie Bayern oder Baden-Württemberg, die Einrichtung einer sogenannten Kontaktfamilie oder Kontaktfamilie, dass sozusagen zwei Familien sich zusammentun können und dann unabhängig von der Anzahl gegenseitig die Kinder betreuen. Ist sowas in einer Zeit auch angedacht? Und gibt es Änderungen bei dem Gottesdienstvorschrift? Also ich kenne diese Lösung jetzt nicht. Ich weiß nur, dass Bayern auch eine Ausnahmeregelung gemacht hat, bezogen auf die Betreuungssituation. Und das, glaube ich, ist so vergleichbar mit dem, was wir gemacht haben. Dass wenn Familien in die Situation kommen, dass ihre Kinder nicht betreut sind, dass man dann nicht an so einer unsinnigen Regelung festhält, sondern ermöglicht, dass die Betreuung sichergestellt wird. Ich habe eben das Beispiel gemacht mit der alleinerziehenden Mutter oder Vater, die normalerweise dann die Großeltern zur Betreuung anrufen können. Da wäre es wirklich Käse zu sagen, die Oma darf kommen, aber der Opa nicht. Ja, das wollen wir nicht. Und natürlich sollen die auch mit denen rausgehen können, zum Spazieren gehen. Und ich glaube, die bayerische Lösung ist so ähnlich. Aber es ist das gleiche Anliegen, was wir gemeinsam auch geregelt haben in unseren Verordnungen. Das werden, glaube ich, auch viele Länder machen. Die Gottesdienste? Bei den Gottesdiensten gibt es gar keine Veränderungen. Wir haben ja wirklich nur die Dinge jetzt verändert, die ich eben genannt habe. Ansonsten gelten diese strikten Regelungen der Vergangenheit weiter. Danke. Herr Packeiser von EPD hat eine Frage am Telefon. Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, ich bin auch gut zu hören. Frau Dreyer, ich habe auch noch mal eine Nachfrage zu diesem möglichen Bewegungsradius, der eingeführt werden soll. Es gab ja Debatten dazu, in welchen Fällen man sich dann gegebenenfalls trotzdem weiter als zum Beispiel 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen soll. Werden Sie das auch genau festlegen? Also was ist eine Situation, in der man dann sein Umfeld doch verlassen darf? Und wie würde so etwas gegebenenfalls kontrolliert? Also müsste man sich als Wormser Bürger, der in den Zug nach Mainz steigt, dann theoretisch Also diese Bewegungsbeschränkung ist ja explizit vor allem für tagestouristische Aktivitäten vorgesehen. Ausnahmen sind immer die Arbeit, triftige Gründe. Die sind teilweise auch genannt, sie sind aber in den Rechtsverordnungen oder in den Allgemeinverfügungen dann genannt, wenn sie erlassen werden. Allermeisten Bundesländer meines Erachtens machen es auch über Allgemeinverfügungen, nicht in der Rechtsverordnung. Aber das wäre bei uns dann auch so. Und die Kontrolle, das haben wir uns vom sächsischen Kollegen erklären lassen und vom thüringischen, tagestouristische Ausflüge, die zum Beispiel an ein bestimmtes Ziel laufen, wo ganz viel Schnee ist und wo die Leute gerne rodeln gehen und was auch immer, da ist es relativ leicht wohl zu erkennen, weil man einfach auf die Kennzeichen der Autos gucken kann. Und natürlich gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen, der versucht, mit seinem Schlitten in irgendwie ein fernabgelegenes Gebiet zu kommen. Ich glaube, die Leute kann man dann auch identifizieren. Ich sage jetzt nochmal, unser Ziel in Rheinland-Pfalz ist es, dass wir möglichst überall unter 200 kommen oder bleiben. Wir haben jetzt in den letzten Tagen eigentlich immer noch eine Gebietskörper geschafft gehabt. Jetzt war es Speyer zuletzt, jetzt ist es Worms leider. Und das muss unser Bestreben sein, dass wir unter den 200 bleiben und in ganz vielen anderen Regionen, wo wir bessere Zahlen haben, in die Nähe von 50 kommen. Das ist ohnehin das große Ziel. Ja. Herr Kericke. Diese 15. Verordnung geht ja jetzt wohl bis 31. Januar auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Behalten Sie sich denn vor, da möglicherweise vorher noch Anpassungen vorzunehmen, wenn es die Infektionslage erlaubt? Also vielleicht weitere Lockerungen zum Beispiel bei diesem Kinderthema, wenn es, wie gesagt, die Infektionszahlen erlauben? Oder ist das jetzt in Stein gemeißelt bis 31. Januar? Also wir haben jetzt 31. gesagt und wir haben ja auch immer wieder mal Änderungsverordnungen. Und in der Diskussion heute um die Kinder, das ist ja auch vielen bei uns in der Koalition, auch den Grünen, auch der FDP ein Anliegen gewesen, haben wir gesagt, wenn wir wirklich es dann schaffen können, in den Wechselunterricht Grundschule zu gehen, dass wir dann auch nochmal diese Regelung uns anschauen, dass das auch einigermaßen synchron miteinander harmoniert. Ja. Aber jetzt ist erstmal bis zum 31. Januar und jetzt müssen wir alle daran arbeiten, dass die Zahlen nach unten gehen und dann erarbeiten wir uns auch weitere Spielräume. Herr Link hat noch eine Frage am Telefon. Ja, hallo in die Runde. Frau Dreyer, ich habe eine Frage bezüglich der Abweichung von der Ministerpräsidentin und der Vorgangsvereinbarung Dinge. Sie sagen, sie weichen verträglich ab. Aber jetzt, was erzählen Sie zum Beispiel, oder erzählen die anderen, zum Beispiel Hamburg hat gesagt,
wir setzen das 1:1, was auch die Kinder angeht. Das, da gilt strikt regelnlos ein. Jeder macht jetzt doch im Prinzip wieder das, sag ich mal, was er will. Wie stark es wäre, dass sich dann doch am Ende die Gesamtakzeptanz in der Geschichte, weil sich doch ja jetzt jeder wieder das so macht, wie er es gerne will. Dann kann man sich doch eigentlich die Beschlüsse, die Texte, die man da verabschiedet in Berlin, sparen. Nein, das kann man nicht, Herr Link. Es ist meine Auffassung. Wir halten uns eigentlich an den großen Rahmen. Also die Idee ist klar, weil wir hatten ganz andere Wünsche. Das will ich jetzt nochmal ausdrücklich sagen. Diese Wünsche sind nicht geteilt worden auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Und das muss man auch akzeptieren. Unser Wunsch war eigentlich, dass wir mit den Kindern und Familien noch mal ein ganzes Stück anders umgehen. Aber die Hauptbotschaft aus diesem Beschluss heraus ist doch, wir müssen Kontakte weiter vermeiden und so möglichst wenig zusätzliche Begegnungen ermöglichen. Das bedeutet aber nicht, dass es dann zu so absurden Situationen kommt, dass zwei Mütter beispielsweise, die beide Babys haben, mit ihren Kinderwagen und ihren Babys nicht zusammen spazieren gehen können. Ich überspitze es bewusst, aber letztendlich ist das der Inhalt dieser Regelung. Und das muss man dann auch im Lichte dieses Beschlusses dann entsprechend auslegen, finde ich. Ich gehöre zu denjenigen, die kein Geheimnis daraus gemacht haben, dass das ein Beschluss ist, mit dem es wirklich sehr, sehr schwer umzugehen ist. Und trotzdem finde ich, Herr Link, gehört es auch in unsere Verantwortung, dann als Länderchefs und Chefinnen zu sagen, ja, es ist wichtig, dass wir diesen gemeinsamen Beschluss haben, aber wir versuchen es auch alltagsverträglich umzusetzen, auch passend zu unserem Bundesland. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die Kollegen insgesamt da sehr gut mit umgehen. Nochmal, der alles entscheidende Beschluss ist die Verlängerung des Shutdowns und ganz viele andere Dinge, die wir machen. Ich sage es mal, der Kantinenverkehr, ja, das ist ein Punkt, der hat uns alle wirklich sehr bewegt, weil wir, klar, wir haben ja unsere halbe Wirtschaft Gott sei Dank noch am Laufen mit ganz vielen Beschäftigten. Und das sind doch Punkte, die setzen auch eigentlich alle Kollegen und Kolleginnen um. Und ich finde, das sollte sich jetzt nicht so hochziehen an diesem ein oder zwei Beispielen. Auch die Beschränkung, wir werden die umsetzen. Es stimmt einfach nicht, dass wir sie nicht umsetzen, sondern in Rheinland-Pfalz stehen solche Dinge zu der Hotspot-Strategie nicht in der Rechtsverordnung. Sondern da steht in der Rechtsverordnung drin, die Hotspot-Strategie wird mit den Kommunen besprochen und über Allgemeinverfügung umgesetzt. Und dazu gehört auch die Beschränkung des Radius. Also ich glaube, es ist total moderat, Herr Link, dass man sagt, das muss irgendwie auch machbar sein für die Leute, was das Thema Kinder und Familien betrifft. Herr Zahn hat noch eine Frage am Telefon. Ja, die Kollegin Mastier hat mich gebeten, nochmal zu der Problematik Grenzgänger und Tagestouristen, zumal ja Luxemburg jetzt lockert ab Montag. Ändert sich da etwas? Oder können auch ab Montag dann Tiere zum Beispiel nach Luxemburg rüber zum Einkaufen? Und wie sehen Sie generell das Vorgehen von Luxemburg? Der saarländische Ministerpräsident hat das ja als verantwortungslos kritisiert. Herr Zahn, wir ändern nichts am kleinen Grenzverkehr. Das ist auch nochmal grenzüberschreitend so beschlossen worden. Und ich glaube auch, dass Tobias Hans nichts daran ändert. Wir hatten ja schon immer auch den großen Pendelverkehr in der Grenzregion. Und Luxemburg hat schon sehr lange viel, viel höhere Zahlen als wir. Wir werden aber schon sehr genau beobachten, ob das zu zusätzlichen Einträgen in unserer Region führt. Wir hoffen nicht. Wir hoffen auch oder ich appelliere auch, dass die Trierer und Triererinnen jetzt nicht nach Luxemburg zum Einkaufen fahren, sondern weiterhin ihren Einzelhandel, der ja auch ganz viel über Abhol- und Lieferdienst und so weiter anbietet, mit unterstützt. Und ich habe selber auch mit Jean Asselborn telefoniert. Er hat mir nochmal zugesagt, weil das finde ich so einen ganz wichtigen Punkt, dass am Flughafen wirklich total darauf geachtet wird, dass die Menschen, die zum Beispiel aus Great Britain kommen oder aus schwierigen Gebieten, Risikogebieten, dass die auch echt getestet werden, auch mit PCR-Tests getestet werden, damit dieser Eintrag über diese Schiene eben nicht kommt. Gibt es weitere Fragen hier in der Runde oder bei den Kolleginnen und Kollegen am Telefon? Herr Schlicht. Also es ist vom Grundsatz her so, Herr Schlecht, dass in den Kantinen Essen angeboten werden soll, aber nicht zum Verzehr in der Kantine, sondern dass die Beschäftigten sich das Essen da holen können und halt irgendwo essen können. Aber wenn der Ablauf des Betriebes oder des Unternehmens das gar nicht zulässt, ich meine, die Leute können ja nicht zwischen Tür und Angel essen,
dann ist die Erlaubnis da, dass Sie in der Kantine unter Abstandseinbewahrung ausnahmsweise das offen lassen können. So steht es auch im Bundeskanzlerbeschluss drin. Das setzen wir auch 1:1 genauso um. Gibt es weitere Fragen? Generell nochmal für die Betriebe und Unternehmen gilt die Aufforderung, bitte alles im Homeoffice zu machen, was geht. Ich kann es nur noch einmal sagen, es wäre eine große Entlastung, auch was das Thema Kontakte betrifft. Wenn damit alle Fragen beantwortet sind, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse und wünsche allen ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund.